Hallo und willkommen zu diesem Video. Cool, dass du mit dabei bist. Heute zeige ich dir mal, wie du in Pokémon Diamant und Perle ganz schnell leveln kannst auf zwei verschiedene Arten. Und das Ganze mit der Version 1.1.2, denn hier gibt es auch wieder einen mega coolen Trick. Wir sind jetzt erstmal hier oben im Schneegebiet, in dieser Stadt. Hier musst du hin und dann gehst du direkt an dieser Stelle hier einfach in den Untergrund. Das Ganze machen wir alleine. Und jetzt siehst du oben links in der Ecke eine Höhle. Da müssen wir uns was abholen. Das heißt, renn da jetzt einfach mal schnell hin. Das dauert nicht ganz so lange. Ich mache jetzt hier mal die Karte ein bisschen kleiner. Und hier links siehst du jetzt die Höhle. Geh da einfach mal rein. Mach ein bisschen langsam, damit du nicht in einen Kampf gerätst. Und in der Mitte findest du einen Pokéball. Und diesen Ball brauchen wir. Denn da finden wir ein Glücksei. Und damit haben wir jetzt hier alles erledigt. Danach fliegst du in diese Stadt. Und jetzt verwenden wir den Menüglitch. Wenn du weißt, wie der geht, kannst du diesen Part überspringen. Ansonsten bleib dran. Ich erkläre das Ganze nur sehr schnell. Also, wir sind hier vor diesem Center. Jetzt rufst du deine Apps auf. Und die Hand bleibt hier über diese App fliegen. Mach das wieder klein. Und dann drückst du jetzt R und A gleichzeitig, die ganze Zeit, bis irgendwann die Karte aufgeht. Und jetzt läufst du quasi nach oben. Drück mal ein bisschen nach oben. Und wenn alles funktioniert hat, dann läufst du im Hintergrund in das Center rein. So, es wird einmal schwarz und jetzt sind wir in dem Center drin. Und jetzt ganz einfach, du drückst mit dem Steuerkreuz zweimal nach vorne. Das siehst du jetzt auf der Karte, einmal, zweimal. Jetzt drückst du 7-mal nach links, damit wir auf die Rolltreppe kommen in diesem Gebäude. Wir fahren hoch, jetzt sind wir oben, jetzt drückst du 2-mal nach links, wir wollen wieder runter. Dann wird es wieder schwarz und jetzt 5-mal auf die rechte Seite. Und danach 3-mal nach unten, wir wollen wieder raus hier. So, wir sind wieder draußen. Und jetzt nicht nach oben drücken, sonst gehst du wieder rein in das Gebäude, sondern du drückst jetzt irgendwo nach unten in eine Stadt. Also wir wollen weiter nach unten, am besten hier in diese Stadt. Und jetzt drückst du gleich A, dann kommt ein Satz und im richtigen Moment drückst du X. Achtung jetzt. So, und dann X. Das ist einfach Timing. Dann bleibt das Menü offen und du hast die Auswahl zwischen Ja und Nein, ob wir in die Stadt fliegen wollen. Wir drücken jetzt auf Ja, wir wollen in diese Stadt fliegen. Und das Menü bleibt jetzt auch einfach offen. Also wir fliegen in diese Stadt. Und wenn du hier bist, ist das Menü offen und wir können hier rumlaufen. Und jetzt geht's los. Du gehst einmal in deine Pokémon-Tasche. Und wählst jetzt irgendein Pokémon aus. Und dieses Pokémon bekommt das Glücksei. Denn das Pokémon wollen wir duplizieren. Mit dem Glücksei zusammen. Also einmal das Ei auswählen und es diesem Pokémon jetzt einfach mal geben. So, damit haben wir hier erstmal alles erledigt. Einmal zurück, genau hier hin. Jetzt gehst du in deine Boxen. Also einmal auf R drücken. Dann kommen wir in die Boxen rein. Jetzt suchst du das Pokémon aus auf der linken Seite und packst das in eine leere Box am besten rein. Also einfach hier in die Box Nummer 12. Du siehst auch hier die Box Nummer 13 nebendran. Die ist jetzt auch noch leer. Und da packen wir gleich unser dupliziertes Pokémon rein. Also einmal auf A drücken, dann auf X. Wieder in die Pokémon-Tasche. Einmal auf R drücken. Das Pokémon auswählen hier mit A. Einmal bewegen. In die Box Nummer 13 quasi reinpacken. Und jetzt dreimal auf B drücken. Wir gehen wieder zurück. Und hier jetzt auf Check Summary oder auf Bericht drücken und dann wieder zurückgehen. Und du siehst, hier ist jetzt ein Pokémon drinne. Das nehmen wir mit in die Box Nummer 12. Und jetzt duplizierst du die so oft, bis du 6 Stück hast. So, jetzt drückst du einmal auf X und nochmal auf B. Und du siehst jetzt hier, die haben alle ein Ei. Und die ganzen Eier packen wir jetzt in die Tasche. Also einmal auf A, Tasche auswählen und nochmal auf A drücken. Wenn das manchmal nicht klappt, so wie in meinem Fall jetzt auch, wenn man A drückt, passiert nichts, dann drück einfach mal B und nochmal A.
oder X und nochmal A. Irgendwann klappt es dann wieder. So, das Ei auch in die Tasche. Und jetzt nimmst du dir am besten ein starkes Pokémon mit. Das ist dein Pokémon, mit dem du kämpfen wirst später. Und die anderen Pokémon, die werden alle gelevelt. Deswegen packe ich jetzt auch mein Empoleon an die allererste Stelle. Für später, für den Kampf. So, und die anderen 5 Pokémon, die werden dann gelevelt. Das kannst du jetzt alles schon mal einstellen. Und jetzt bekommt jedes Pokémon natürlich ein Glücksei. Das heißt, du wählst jetzt hier die Eier aus und gibst jedem Pokémon einfach ein Ei. So, das haben wir auch erledigt. Und jetzt ist hier quasi alles fertig. Und jetzt gehst du hier in diese Stadt. Da musst du schon mal gewesen sein auf dieser Insel. Aber du kannst das auch woanders machen, aber hier klappt es am besten. Danach haust du dir hier noch am besten so ein Item rein, damit dich die ganzen Pokémon nicht nerven unterwegs. Schnapp dir dein Fahrrad und dann gehst du hier auf die Route 229. Hier musst du auch noch ein paar Trainer besiegen, falls du das noch nicht gemacht hast. Dann gehst du hier auf die Route 228 durch diesen Sturm. Wenn dein Item zu Ende geht, die Wirksamkeit weg ist, dann schnappst du dir halt nochmal so ein Item und fährst einfach weiter. Bis hierhin zu dieser Trainerin. Wenn sie nicht mit dir kämpfen will, musst du ein paar Schritte sammeln, aber benutzt direkt mal deinen Kampffahnder. Probier mal einfach aus, ob es schon funktioniert. Du siehst, bei mir will sie kämpfen. Wenn das bei dir nicht klappt, musst du ein paar Schritte sammeln mit deinem Fahrrad. Einfach ein bisschen im Kreis rumfahren. So, und jetzt kämpfen wir gegen sie. Sie hat 3 Pokémon dabei. Wenn du das erste Pokémon besiegst, dann siehst du jetzt mal, wie viele Punkte du kriegst. Ja, also das ist schon mega krass. Das ist jetzt, weil du einfach die Eier benutzt hast. Hier auf der rechten Seite siehst du mal die Punkte ohne Eier. Also das ist schon ein krasser Unterschied. Beim zweiten Pokémon kriegst du fast genauso viele Punkte. Ja, das kannst du jetzt hier auch sehen. So 2200 bis 3000. Also das ist schon mega gut. Und beim dritten Pokémon kriegst du noch wesentlich mehr. Ja, siehst du jetzt hier auf 4000 bis 6000, sogar fast 7000. Und auf der rechten Seite siehst du das wieder ohne Eier. Also das macht schon viel aus, wenn du die Eier in der Tasche hast. Jetzt siehst du mal hier einen anderen Kampf gegen einen anderen Trainer und du siehst wesentlich weniger Punkte. Ja, deswegen solltest du da an diese Stelle gehen. So, das war die erste Variante. Jetzt kommt die zweite Variante. Wir haben wieder den Menüglitch angewendet. Jetzt tauschen wir quasi unser Item aus. Du brauchst hier einmal so einen Bonbon. Du kannst hier in diese Stadt gehen. Ich zeige dir das einfach mal schnell, wo du so einen Bonbon herbekommst. Einfach mal kurz hier runterrennen, hier unten durch. Dann schwimmst du hier durch dieses Wasser. Und rechts oben findest du einen Pokéball. Da ist so ein Bonbon drin. So, heb dir das gut auf, denn das werden wir jetzt klonen. Also wir geben dieses Bonbon einem Pokémon unserer Wahl. Und jetzt klonst du einfach dieses Pokémon. Am besten 99 Mal. So wie du es auch vorher auch gemacht hast mit dem Ei. Und jetzt nimmst du quasi wieder die ganzen Bonbons weg und müsstest dann in der Tasche 99 Bonbons haben. Dann natürlich am besten einmal abspeichern. Ganz wichtig. So, und jetzt machst du Folgendes. Du benutzt jetzt diese Bonbons. Du siehst da oben links, wir haben ein Pokémon Level 28. Dieses Pokémon braucht 72 Bonbons. Also einmal benutzen, hier nochmal auf A drücken, dann fängt es an zu rattern. Nochmal auf A drücken, dann bist du direkt auf Level 100 und da sind so rote Zahlen. Jetzt noch einmal auf A drücken, damit die roten Zahlen weggehen. Und jetzt so lassen. Einmal auf X drücken und abspeichern. Das klappt jetzt alles mit dem Menüglitch. Einmal speichern. Das im Hintergrund bleibt alles so. Und jetzt das Spiel einfach neu starten. Home-Button drücken, einmal beenden und neu starten. So, und jetzt ruf mal deine Tasche auf. Denn das ist mega geil. Dein Pokémon ist auf Level 100. Du hast aber noch alle Bonbons. Also mega krass. Das kannst du jetzt die ganze Zeit machen. Und wenn du auch willst, dass dein Pokémon sich entwickelt, musst du noch ein Bonbon benutzen. Das ist dann allerdings weg, sozusagen. Dieses Bonbon verlierst du. Also einmal benutzen
Und du siehst jetzt, dieses Pokémon entwickelt sich dann auch. Also mega heftig. Das sind jetzt so zwei richtig geile Varianten. Die erste Variante, die dauert natürlich mit dem Klonen nicht so lange, aber das Leveln dauert ein bisschen länger. Und bei der zweiten Variante brauchst du halt länger natürlich, deine ganzen Pokémon zu klonen, aber dafür dauert das Leveln nicht so lange. Also such dir eine Variante aus, sind beide ganz cool, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch ein Like da und ein Abo, das würde mich freuen und sei beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, lass es dir gut gehen, mach's gut und ciao.